Ja, telefonieren wie James Bond. Vor ein paar Jahren noch wirklich undenkbar, aber mittlerweile ja schon wirklich Standard. Die Uhren, die Smartwatches, die es heutzutage so auf dem Markt gibt, sind toll. Aber eins haben sie dann doch gemeinsam: unbezahlbar. Ja, da gibt es verschiedenste Modelle, 300 Euro und aufwärts. Ja, das ist viel Geld. Wir zeigen Ihnen jetzt tolle, tolle Modelle, die wirklich super schick aussehen und auch noch bezahlbar sind. Ja, James Bond sitzt nicht neben mir, aber das ist Marco. Fast, genau. Fast. Danke. Ja, ich arbeite stark an meinem Image, 007, 00 Marco genannt zu werden, wie auch immer. Aber wir haben echt ein tolles Produkt und heutzutage hat ja jeder Mensch irgendwie so ein Smartphone oder fast jeder hat sein Smartphone. Mhm. Dann haben wir ganz viele, die ja schon ein Tablet haben. Und es werden immer mehr Kunden, die jetzt auch so eine tolle Smartwatch haben, weil die einfach ganz, ganz, ganz viele tolle Vorteile generell mit sich bringt. Ich bin jemand, ich habe mein Smartphone immer auf lautlos, auf leise, weil ich hasse das, wenn das auf einmal anfängt zu klingeln. Wenn ich irgendwo beim Essen bin oder in dem Meeting bin, Besprechung, dann klingelt das Telefon und Panik. Meins ist immer auf lautlos und leise. Sehr vorbildlich. Ist gut, ne? Wow, genau. Finde ich jetzt gut. Will ich aber keinen Anruf verpassen. Ne? Das heißt, wenn ich jemand eine Info habe oder jemanden mich kontaktiert oder anruft, der will ich jetzt natürlich mitbekommen. Und dafür ist so eine Smartwatch super geeignet, denn eine Uhr tragen wir ja eh häufig, egal ob Richtig. Der Herr oder die Dame. Ja. Das heißt, die Uhr einfach ins Handgelenk und dann kann ich wunderbar meine ganzen Anrufe mitbekommen, Richtig. Nachrichten sehen und ich verpasse rein gar nichts. Und das ist das Coole an der Smartwatch. Ja, jetzt hast du hier drei verschiedene Modelle mitgebracht. Mit unserem ersten Modell, das sehen wir hier für 33,16 Euro. Also das ist im puncto Preis ja schon mal unschlagbar. Absolut. Was kann diese Handyuhr und Smartwatch denn außer gut aussehen? Das Wichtigste hast du schon gesagt, die kann auf jeden Fall schon mal gut aussehen. Ja, dann, was so eine Smartwatch auf jeden Fall kann, ist uns die Uhrzeit schon mal nennen. Auch das ist natürlich auch ein Feature, nicht schlecht, ja. Was gar nicht so schlecht ist. Und eben zwar in einer sehr schönen Optik, das finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir natürlich die tollen Eigenschaften, die so eine Smartwatch wirklich eben braucht. Wir können damit telefonieren, das heißt, wir können hier Gespräche annehmen, wir können sehen, wer uns anruft. Wenn ich eine Nachricht, eine SMS bekomme zum Beispiel, zeigt mir das die Smartwatch auch an. Hier sieht man gerade das Thema, ich habe auch eine echte Uhrzeitanzeige. Ja. Ist gerade wieder weg, weil ich aktiviere es gerade wieder. So, zeigt mir also hier, so ist gerade. Die Uhrzeit nehme ich wunderbar an. Dann habe ich gesagt, SMS kann ich mir angucken, WhatsApp-Nachrichten kann ich mir angucken, Musik abspielen, ganz viele. Ich wische hier einfach nur drüber und bin dann im Hauptmenü. Ne? Bist im Hauptmenü, hast dann eine Menüsteuerung, die man, die schlauen oder die häufigen Zuschauer werden es erkennen, das ist das Menü von diesem Android-System. Das heißt, diese Uhr lässt sich wunderbar mit dem Android-System koppeln. Das heißt, Samsung, Huawei, Nokia, also ganz viele Smartphones, die diesen Standard unterstützen, kann ich hiermit bedienen. Und das Tolle ist, wenn ich das einmal verstanden habe bei meinem Handy, sieht es hier eben ganz genauso. Das heißt, wenn ich anrufen will, einfach auf den Anrufhörer klicken, da habe ich mein Ziffernfeld eingeblendet und kann da ganz einfach meine Nummer anrufen, eintippen und kann dort ganz entspannt anrufen. Oder zum Anrufen, wie mache ich das? Packe ich da einfach nur eine Karte rein? Oder also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich hier telefonieren kann. Das Tolle bei der Smartwatch ist, die ist so eine Duo-Smartwatch. Also entweder ich koppel sie mit meinem Smartphone, was wir hier auch gerade gemacht haben. Das heißt, ich habe mein bestehendes Smartphone von zu Hause, was ich benutzen kann. Oder aber ich packe, wie jemand im Zuspieler sieht, einfach meine SIM-Karte rein. Mhm. Vielleicht habe ich eine Zwei-SIM-Karte oder eine Prepaid-Karte, die ich noch nutze. Die packe ich einfach rein, oder ich nehme die SIM-Karte von meinem Handy raus. Habe hier mit dieser Smartwatch ein vollwertiges Smartphone. Ein vollwertiges Smartphone, wo ich eben alles mitmachen kann, telefonieren kann, SMS schicken kann. Das heißt, ich brauche mein Telefon gar nicht mehr. Und das ist zum Beispiel super, wenn ich jetzt im Urlaub bin, also jetzt Urlaubszeit angesagt, und ich möchte nichts verpassen, möchte aber nicht mein teures Samsung S7, Samsung S8 mitnehmen, dann packe ich einfach die SIM-Karte in diese Uhr mit rein und kann dann zum Beispiel am Strand alles machen. Ich kann Fotos machen, ich kann telefonieren. Ach, eine Kamera hat die auch mit? Hat auch mit drin, genau. Ach, wow. Ist jetzt keine HD-Kamera, aber für so einen kurzen Schnappschuss reicht das eben wunderbar aus. Ja. Und ich kann damit alles machen, was ich mit dem Handy auch machen kann. Also wirklich vollwertig telefonieren, Nachrichten lesen, all das eben machen, was ich mit so einem Telefon typischerweise eben auch machen kann. Die wichtigsten Funktionen auf jeden Fall. Musik hören Absolut. Und so weiter. Ja, eben das, was ich sonst so eben mit meinem Handy mache, das mache ich jetzt eben direkt vom Handgelenk aus. Ich kann es nicht verlieren. Das ist schon ein weiterer großer Vorteil. Und was mich natürlich fasziniert, der Preis. Schauen Sie mal, 33,16 Euro für eine vollwertige Smartwatch. Es gibt ja verschiedenste Anbieter auf dem Markt, aber das ist in puncto Preis-Leistung wirklich unschlagbar. Das muss man noch mal ganz klar sagen.
Das ist jetzt für mich auch ein schönes Einstiegsmodell für Kinder. Kinder, ne, die sehen das irgendwo auf dem Schulhof, die wollen dann auch eine Smartwatch haben. Mama, ich will auch so eine Smartwatch. Ich finde, ja, eben, natürlich will man Kindern das ja auch jetzt nicht alles verbieten. Ich finde es auch heutzutage sehr wichtig, dass Kinder immer erreichbar sind. Ne? Mal einen Bus verpasst, dass sie auch mal die Eltern anrufen können. Aber 300 Euro ist dann natürlich... Das ist was heftig, ne? Ja, also 33 Euro, da kann man dann seinen Kindern auch mal sagen, Mensch, hier, die kriegst du jetzt, damit du immer erreichbar bist, damit du uns auch mal anrufen kannst und damit die natürlich der Held auf dem Schulhof sind. Absolut. 33,16 Euro, liebe Zuschauer, da jetzt wirklich ganz schnell zuschlagen. Das ist nämlich ein sehr, sehr beliebtes Modell bei uns im Sortiment. Deswegen hier zuschlagen mit der PX3914 und der 569. Kennst du noch Knight Rider bestimmt? Ja, natürlich. Michael Knight und Kids, ganz genau. Und das ist eben, früher war das eine Fiktion. Heute ist es alles eben machbar. Ich habe hier in meiner Smartwatch selbst ein Diktiergerät mit drin. Ich kann mein Handy steuern damit. Ich habe meine Musik, die ich abspielen kann und das eben per Sprache zum Teil, wo ich mit der Uhr sprechen kann. Ich kann damit frei telefonieren. Also wie Michael Knight damals mit Kids einfach hier reinsprechen kann, darüber telefonieren. Hier ist ein Lautsprecher eingebaut. Da kann man eben wunderbar das nutzen. Also Sie merken schon, nicht nur unsere Zuschauer sind begeistert, nicht nur Markus begeistert, sondern auch die Fachpresse. Und die muss es ja wissen, die hat uns kürzlich erst bewertet. Schauen Sie mal die Computerbild. Ich glaube, das bedarf keiner Erklärung, wer die Computerbild ist. Mit einem Fazit, dank des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses bekommen Smartwatch-Anfänger ein überraschend gutes Gerät geboten. Und das muss ich wirklich sagen, also der Preis ist ein Wahnsinn. Für 33, hast du schon mal eine Uhr für 33 Euro gekauft? Selbst eine normale Uhr kostet viel, viel mehr. Ja, das ist genau. Normale Uhr kostet viel, viel mehr. Und hier habe ich eben wirklich eine Smartwatch, die was kann. Ich kann 4 Stunden mit dieser Uhr am Stück telefonieren. Das ist auch ein Highlight. Ich habe ein tolles Standby-Zeit von 3 Tagen. Das heißt, alle 3 Tage muss ich sie nur wieder aufladen. Also auch das ist wunderbar und einfach kurz an Strom hängen. Dann ist sie wieder frisch und ich kann wieder alle Dienste mit der Uhr nutzen. Für 33 Euro. Super, echt ein Spaß. Allein, so wenn ich einen Taschenrechner brauche. Hier ist ein Taschenrechner drin. Allein, wenn ich einen Taschenrechner kaufe, kostet er mich ja viel mehr. Hier einfach kurz den Taschenrechner aktivieren. Das habe ich gerade weggeschleudert. Wo ist mein Freund, der Taschenrechner? Den muss man immer mit dabei haben. So, Taschenrechner, da ist er. Kurz aktiviert. Kostet mich quasi gar nichts. Hier kann ich wunderbar alles ausrechnen. Wenn ich gerade im Supermarkt bin, mal irgendwas zusammenrechnen möchte. Alles machbar, alles super easy. Richtig. Genau. Und das geht alles direkt vom Handgelenk aus. Genau. Ja? Ich finde das auch zum Beispiel schön jetzt hier, wie man sieht, mal Spaziergänge, ja, weil man jetzt nicht unbedingt als Frau die Handtasche mitnehmen möchte. Man hat die Hände frei. Oder natürlich auch bei Sportaktivitäten, wenn Sie vielleicht Nordic Walking mögen oder Joggen oder allgemein draußen Spaziergänge an der frischen Luft. Es ist einfach so praktisch, so eine Smartwatch zu haben. Die soll jetzt nicht unbedingt Ihr Handy ersetzen, aber ich finde, es ist eine tolle Zweitlösung und vor allen Dingen für den Preis heute. Das ist unser TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer, von 33,16 Euro. Und Sie wissen ja, der ist immer nur 2 Stunden gültig. Deswegen hier ganz, ganz schnell sein. 33,16 Euro. O2 sehen Sie, hier hat es getestet. Natürlich die Computerbild. Also das ist eine Fachpresse, die ist renommiert, die kennt man. Ja, da weiß man, dann kann man auch vertrauen. Und ich finde das ganz toll, dass wir das eben auch möglich machen für 33,16 Euro. Auch wenn ich den Preis sehr oft wiederhole. Aber ich habe wirklich... Ja, weil ich habe eine Smartwatch an dieser Stelle noch nicht für so einen Preis gesehen. Deswegen bin ich da immer wieder hin und weg, dass wir das hier anbieten dürfen. Genau. Die war übrigens auch schon mehrfach vergriffen. Ja, jetzt ist sie endlich wieder hier. Deswegen hier bitte auch ganz schnell sein, liebe Zuschauer. Die Bedienung, wir sehen es jetzt extrem einfach, wie man das eben von seinem Smartphone auch kennt. Ja, ganz intuitiv. Man sieht sofort, was muss ich machen, wenn ich das Ganze steuern will. Worauf noch warten? Zögern Sie nicht zu lange. Rufen Sie uns jetzt an mit der PX9. 3914 und der 569. Du hast uns allerdings noch 2 weitere Modelle mitgebracht. Die ist jetzt ein bisschen anders vom Design her, oder? Ah, die sieht fast genauso aus. Die ist fast genauso, aber diese Smartwatch ist das Modell 1 größer, 1 besser. Was sich dadurch auszeichnet, der Prozessor ist ein bisschen schneller, die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist besser. Und ein ganz wichtiger Punkt, diese Smartwatch, habe ich sie wieder ausgemacht, diese Smartwatch ist eben auch mit Apple kombinierbar. Das heißt, hier ist eine Software drauf, die auch mit Apple funktioniert. Ja. Bei dem Modell gerade ist es mit Android-Software möglich. Mhm. Hier habe ich die Wahl, Android-System, also Samsung, Huawei, Sony, wie sie alle heißen, oder auch wirklich die ganzen Apple-iPhones lassen sich ja wunderbar mit bedienen und ich kann hier alle Funktionen, die ich eben hatte, auch nutzen. Eine, die ich zum Beispiel toll finde, ist dieser Schrittzähler.
Wir wissen ja, wir Menschen sollen am Tag 10.000 Schritte tun. Oh, aber wer zählt die denn am Tag? Ja, soll man eigentlich. Ja. Wenn man viel Auto fährt, kann man das ein bisschen... Nein, man soll trotzdem 10.000 Schritte gehen. Aber wer zählt die? Kein Mensch zählt die. Hier mit der Smartwatch, einfach ums Handgelenk. Die Smartwatch zählt automatisch die Schritte. Und das ist eben eine tolle Möglichkeit, sich ein bisschen fitter zu halten und einfach ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, das Ganze natürlich auch hier vertrags- und SIM-Lock-frei, wie auch beim ersten Modell. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht mit uns einen teuren Vertrag eingehen, weil die Uhr so günstig ist. Also da packen Sie wirklich eine SIM-Karte Ihrer Wahl hinein. Und auch hier schauen Sie für einen ganz fantastischen Preis von 47,41 Euro. Das Gehäuse hier aus dem gebürsteten Edelstahl sieht auch nochmal eine Spur sportlicher aus. Ja. Aber das ist so ein Stück weit auch Geschmackssache. Das Geschmackssache, was mir am besten gefällt. Man muss einfach schauen, nämlich so wirklich das Einsteigermodell von gerade, nämlich die Variante ein bisschen besser für knapp 14 Euro mehr, habe ich eben mehr Wahlmöglichkeit, habe Android, habe eben iOS mit drauf, das heißt, die ganzen Handys kann ich damit nutzen und die Uhr ist ein Ticken besser. Was ich witzig finde, ist immer, wenn du so einen Smartphone-Nutzer siehst oder hörst und die fragen immer, du, wie warm ist es denn, wie ist die Temperatur? Dann schauen die aufs Handy, starten die Wetter-App und sagen dann, oh, ich glaube, heute ist 30 Grad. Hier habe ich wirklich auch ein Thermometer mit eingebaut, das heißt, die Uhr zeigt mir wirklich auch die Temperatur an. Das ist mal was Besonderes. Ja, das ist echt mal cool. Besonders. Ja, auf die Apps ist ja häufig kein Verlass, also was die Temperatur betrifft. Das ist natürlich auch ein tolles Argument. Aber jetzt natürlich bei dem Wetter, also besser kann man es ja nicht haben. Aber gerade dann, wenn es so Jahreszeiten sind, wo es wirklich drauf ankommt, nehme ich den Schirm mit oder nicht, da ist das schon wirklich sehr wichtig. Wichtig ist für Sie jetzt auch die Bestellnummer, die PX4057 und die 569 für 47,41 Euro. Auch hier wirklich ein knaller Preis, liebe Zuschauer, da ganz schnell zuschlagen. Natürlich auch hier oben mit einer integrierten Kamera. Das finde ich ja so faszinierend. Natürlich auch mal eine tolle Möglichkeit, wenn man dann auf einer Feier ist, ja, dass man auch mal unbemerkt einen Schnappschuss schießen kann, aber allein schon die Uhr. Wenn ich das hier sehe, ja, einmal nur kurz berühren und dann drüber wischen und dann bin ich auch schon im Hauptmenü. Mehr muss ich da gar nicht machen. Und wie gesagt, die Bedienung ist rein intuitiv. Das kennen Sie ja von Ihrem Smartphone, je nachdem, was Sie machen wollen. Eine E-Mail schreiben, hier der Kalender, Musik hören, die Kontakte, der Telefonbuch, ja. Einmal hier drüber wischen, dann die jeweiligen Sachen auch antippen. Also einfacher kann man es wirklich nicht haben. Das Ganze, wie gesagt, auch hier wieder mit Ihrem Smartphone koppeln, entweder per Bluetooth oder Sie packen hier an der Seite ist so ein kleiner SIM-Karten-Slot dran, ja. Packen Sie einfach die SIM-Karte rein. Diese Möglichkeit besteht auch. Oh, und Marco hatte, und du hast es gesagt, das geht jetzt natürlich ob für ein Apple-Gerät oder für ein Android-Gerät, ne? Also volle Flexibilität, egal was für ein Smartphone ich zu Hause habe. Und die Uhr ist eben halt nochmal eine Spur besser, eine Spur stärker. Das heißt, wir haben hier mehr Standby-Zeit. 4 Tage kann ich die Uhr wirklich benutzen, sodass der Akku auch wirklich 4 Tage hält. Das ist nochmal eine stärkere Zeit, als wir es eben hatten. Der Prozessor ist schneller. Ich habe einen schnelleren Arbeitsspeicher. Das heißt, die Uhr kann noch mal ein bisschen mehr. Und das ist sie den Preis auf jeden Fall auch wert. Telefonieren geht, Musik hören geht, Fotos machen geht, hast du gerade schon gesagt, Temperaturanzeige. Selbst eine Schlafüberwachung ist möglich, dass mir die Uhr so ein paar Tipps gibt, wie ich eben geschlafen habe, ob ich eine ruhige Nacht hatte, ob ich mich bewegt habe. Weil wenn ich schlafe, dann bin ich weg wie ein Stein. Echt? Dann weiß ich gar nichts. Wenn die Uhr mir dann sagt, du Marco, um 2 oder 2:30 war so eine unruhige Zeit, dann kann ich mal schauen, was ist da vielleicht passiert, habe ich was geträumt. Also eine tolle Unterstützung für mich auch, mein Leben agiler zu machen, mein Leben fitter zu machen, auf dem aktuellen Stand zu sein, mehr Freiheit zu haben im Urlaub, aber auch zu Hause, überall. Tja, und auch hier schreibt die PC Go, also beziehungsweise eine Empfehlung der Redaktion, eine Smartwatch für unglaublich günstige 50 Euro. Die Simwelle Mobile Handy Smartwatch mit Kamera zeigt, dass mobiler Komfort und günstig zugleich sein kann. Ja, 50 Euro ist es ja nicht ganz, bei uns für 47,41 Euro. Auch hier reden wir natürlich von unserem TV-Sonderpreis. Auch hier schnell sein, der ist immer nur 2 Stunden gültig. Und zu guter Letzt noch eine wahnsinnig gut aussehende Smartwatch. Natürlich können Sie hiermit auch telefonieren. Das ist jetzt das Modell in Rund. Auch hier wieder so ein bisschen Geschmackssache, oder? Also ich finde die wirklich optisch ein absolutes Highlight, weil die sieht wirklich aus wie eine richtig schöne Herrenuhr, also richtig oder generell eine richtig schöne Uhr. Und wir haben hier ein richtig tolles gebürstetes Edelstahlgehäuse, was richtig schick aussieht. Also macht richtig was her. Und
Wir haben eben hier ein Lederarmband, also richtig hochwertiges Armband mit tollen Ziernähten mit dabei. Ja. Also die ist wirklich optisch ein absolutes Highlight und nicht nur optisch super, sondern eben auch von der Funktionalität wirklich das absolute Sahnestückchen, was wir haben. Die Premium-Uhr, das runde Display, also wirklich, wenn man es nicht weiß, dann weiß auch keiner, dass es hier eine Smartwatch ist. Also die sieht aus wie eine ganz normale Uhr. Das heißt, wer es ein bisschen dezent haben möchte, hat es hier wirklich perfekt mit dabei. Also das ist wirklich ein ganz, ganz ausgesprochen schickes Modell. Sie sehen es hier schon, wie einfach das dann auch zu bedienen ist. Einfach hin und rüber wischen. Also wirklich ein richtiges Statussymbol schon fast. Total. Ne? Also es ist wirklich eine Uhr, da sagt man als Mann auch gerne mal, schau dir mal meine neueste Errungenschaft an. Guck doch mal, wie spät es ist. Ach, du hast keine Uhr. Dann schau doch mal auf meine Uhr. Richtig. Also das ist wirklich was ganz Besonderes. Ein richtiges Highlight am Handgelenk. Ich würde auch denken, das ist mehr ist was für Männer, wobei ich mir sagen lassen habe, dass ja auch immer mehr Frauen jetzt auf größere Modelle am Handgelenk gerne mal zurückgreifen. Hier haben wir jetzt auch noch auf der Rückseite einen Sensor. Genau. Ne? Für was ist der denn? Der Sensor dient dazu, ich versuche das gerade mal zu machen, wenn mein Herz gerade schlägt, dann klappt das nämlich auch gleich. Aber das hoffe ich doch, dass das schlägt, Mensch. Ja. Alles andere wäre schlimm. Bis jetzt hört sich das noch ganz gut an. Also wirklich ein Sensor, der es eben schafft, die Herzfrequenz zu messen. Ich hoffe mal, dass es gerade funktioniert. Der also hier wirklich allein durch den Sensor einen relativ zuverlässigen Pulsschlag misst. Aha. Ich weiß nicht, wie ich es bei mir gerade aussehe. 99 wäre extrem. 99? 100. Ja, das wäre natürlich ordentlich für jetzt aktuell, aber auch das ist natürlich möglich, natürlich hier unter Kamerabeobachtung neben dir, da geht der Puls schon mal ein bisschen hoch, das kann natürlich sein, hat den tollen Vorteil, zum einen, ich weiß erstmal mein Puls, das ist immer gut zu wissen. Richtig. Ja. Aber eine tolle Funktion, wenn ich zum Beispiel Sport mache, wenn ich laufen gehe, ist es eben ganz, ganz wichtig, in der richtigen Herzfrequenz unterwegs zu sein, damit auch die Fettverbrennung eintritt, damit mein Körper richtig verarbeitet wird und vor allem, damit es gesund bleibt. Richtig. Unser Herz soll gesund bleiben. Und da sind wir auch gerade beim Thema. Immer mehr gibt es ja jetzt die Fitness-Armbanduhren. Ja, und auch hier habe ich natürlich wichtige Daten dann im Überblick. Also ein kleiner Motivationstrainer hier, zum Beispiel Schrittezähler. Also kann man hier mal durchschauen. Genau, hier haben wir das. Ne? Also Schrittzähler, Schritterkennung, Gewicht einstellen, den natürlich hier Verlauf dann überblicken, ja, das war jetzt eine schöne Kombination. Wie so ein kleiner Personal Coach, oder? So ein Fitnesstrainer, der mich unterstützt. Fürs Handgelenk, der mich ein bisschen was erzählen kann, der mich jederzeit überwacht, der genau auf mich achtet. Und das finde ich eben toll. Für den Preis von 66,41, wenn ich sonst einen Fitnesscoach brauche, der kostet für die Stunde schon so viel. Hier habe ich einmalig eine wunderschöne Armbanduhr, die natürlich auch die Uhrzeit ansagen kann, mit der ich natürlich auch telefonieren kann, mit der ich aber auch viele tolle Zusatzfunktionen habe, wie eben, wir haben es gerade gesehen, den Schrittzähler. Also wenn ich laufen gehe, dann weiß ich auch, wie weit bin ich gelaufen, wie viele Schritte bin ich gelaufen. Dann habe ich eben meine Herzfrequenzmessung. Ich finde es mir nach wie vor beeindruckend, dass sie das wirklich anhand von diesem optischen Lichtsensor erkennen kann. Und wir haben auch hier eine 50-stündige Laufzeit, das heißt zwei Tage kann ich die Uhr volle Kanne benutzen, habe keinen Stress damit. Danach muss ich sie aufladen, das geht eben ganz komfortabel mit so einem tollen Magnetanschluss. Ey, die sieht wirklich schick aus, oder? Auf meinem Handgelenk. Also die ist wirklich unfassbar schön. Also hier vereint man wirklich die Optik natürlich auch mit der Technik und dann noch gekoppelt in diesem Preis 66,41 €. Der Hersteller gibt hier übrigens eine unverbindliche Preisempfehlung von 150 € vor. Ja, ich finde, das ist dir aber auch wert. Ne? Das ist vom Preis her echt okay, weil die Uhr sieht wirklich hochwertig aus, die sieht gut aus. Kann ich natürlich mit meinem Handy wieder wunderschön verbinden. Und da ist 66 € echt kein Preis, wo ich sagen würde, das ist aber teuer. Ganz im Gegenteil. Für die ganzen Funktionen, die ich hier bekomme, eine vollwertige Uhr, eine vollwertige Smartwatch, mit der ich telefonieren kann, Musik abspielen kann, mein Handy fernsteuern kann, wirklich toll. Und schau mal, die ist auch wirklich vernünftig und hochwertig eingepackt. Richtig schöne Uhr, richtig schick. Also da sollten Sie jetzt auch hier ganz schnell bestellen und anrufen, liebe Zuschauer, denn auch das ist ein sehr, sehr beliebtes Modell, gerade wenn man sagt, ja, ich möchte gerne jetzt meine Uhr ersetzen gegen so eine schicke Smartwatch, soll natürlich auch schön aussehen, da ist das ein absolutes optisches Highlight an Ihrem Handgelenk. Auch mal eine schöne Geschenkidee, wie ich finde. Ne? Also wenn man jemanden kennt, der Augenmerk auf schöne Uhren legt und dann natürlich in Kombination mit so einer technischen Spielerei, gerade Männer, die lieben ja sowas, da ist das
Perfekt. Ja. 66 da schlägt unser Herzchen gleich höher. Ist das so? Ja, ja, total, natürlich. Naja, klar, bei Männern ist das ja wirklich so ein Statussymbol. Ne? Männer können sich nicht schmücken mit irgendwelchen Ohrringen, wie wir Frauen, oder Ketten. Und da ist so eine Uhr schon wirklich sehr, sehr wichtig und toll. Und das schreibt auch die Fachpresse hier wieder. Die haben auch dieses Handy- oder Smartwatch-Modell getestet, auch hier die PC Go. Und darüber schreiben die elegante Simwelle Mobile Bluetooth Smartwatch mit ihren zahlreichen mobilen Funktionen ist ein toller, hochwertiger Begleiter für jeden Tag und jedes Outfit. Stimmt, egal ob sie jetzt sportlich angezogen sind oder ein bisschen eleganter. Was hier jetzt auch auffällt, hier fehlt zwar die Kameralinse, aber ich könnte theoretisch auch meine Kamera vom Smartphone aus fernsteuern. Genau, ne? Das ist das Tolle. Ich habe zum Beispiel, hast du immer das Ding, wenn ich so ein Foto machen möchte, mit diesem Selfie-Modus, so ein bisschen von oben, kann man alles machen, aber ich kann auch hier das Smartphone über die Uhr steuern. Das heißt, ich kann über die Uhr eine Fernauslösung machen, habe also dann wunderbar ein tolles Foto gemacht, muss nicht einen Selfie-Stick besorgen oder einen ganz langen Arm machen, das Telefon hinstellen. Kennst du das, wenn sie einen Timer auslösen, 5 Sekunden, dann rennst du als Letzter aufs Bild und bist dann so halb abgeschwitzt in der Ecke und das ist nicht schön. Deshalb mit Ruhe hinstellen, Fernauslösung, klappt wunderbar mit iOS, klappt wunderbar mit Android-Systemen, also Samsung, Huawei, Apple, völlig egal, klappt ganz einfach. Eine Uhr, die total schön ist, aus einem tollen Metall, Glas obendrauf, richtig schönes Ding zum Superpreis mit Funktionen, die ihr Leben wirklich fitter machen, schneller machen, flexibler machen. Ich finde, das ist ein richtig schönes Ding für mich selbst oder als Geschenk. Du hast wunderbar formuliert. Ja, oder, cool. Oder beides. Ne? Oder beides. Bei dem für mich Preis als Geschenk. Ich meine, bei dem Preis kann man auch 2 kaufen. Ah, eins für sich selbst und eins zum Beschenken. Ja, na klar, ja, natürlich. Ja, natürlich kann man sich auch selbst beschenken. Das haben Sie in der Hand, liebe Zuschauer. PX3966 und die 569 ist die Bestellnummer für unser letztes Modell, unser schickes Designer-Highlight fürs Handgelenk. Ja, und nebenher sieht sie nicht nur toll aus, sie können damit telefonieren und all das, was sie sonst so mit ihrem Smartphone machen, nur eben praktisch vom Handgelenk aus. Also wirklich sehr schön auch verarbeitet hier, das Lederarmband mit den weißen Ziernähten, also wirklich ein sehr, sehr schönes Modell auch. Also wenn man sagt, ja, ich will nicht nur telefonieren, ich will das auch wirklich als schöne Uhr nutzen, dann ist das natürlich ein tolles Modell. 3 tolle Modelle waren das. Absolut. Übrigens, die du mitgebracht hast. Ja. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen noch mal eine kleine Zusammenfassung, oder? Gerne. Wir haben begonnen mit dem Einstiegsmodell, ein sehr günstiges Modell, aber wie gesagt, auch hier alle Funktionen, die Sie mit Ihrem Smartphone machen können, können Sie auch hier mit unserer ersten Smartwatch tätigen. Das ist jetzt für alle Android-basierenden Geräte, ob Samsung oder Huawei oder Nokia, und das für 33,16 Euro. Also wer da auch gerne erstmal testen will, ob er damit klarkommt, ist das ein schönes erstes Einstiegsmodell zum Ausprobieren. Und das bekommen Sie mit der PX3914 und der 56 nur noch, wie gesagt, hier komplett vertrags- und SIM-Lock-frei. Ja, und auch hier, das können Sie dann ganz einfach per Bluetooth verbinden. Und hier sieht man es nochmal, wie schön und bequem man damit telefonieren kann. Dann hast du noch ein zweites Modell mitgebracht, das eckige. Ne? Auch das eckige. Auch das eckige. Auch schön, die bisschen schnellere Variante für diese Apple-Systeme. Mhm. Die kostete ein paar Euro mehr. Das ist hier diese wunderschöne, die man gerade sieht, für 47,41 Euro. Eben wunderbar geeignet für iOS-System und aber auch für Android. Das heißt, die kann beides. Mhm. Ist ein bisschen schneller, hat aber sonst auch die ähnliche Funktion. Nur von allem ein bisschen mehr, von allem ein bisschen größer. Das heißt, eine bessere Bluetooth-Übertragung, ein besserer Prozessor, bessere Geschwindigkeit, das schönere Betriebssystem, eine längere Laufzeit als das erste Modell. Also einfach hier für ein ganz bisschen mehr an Einmalpreis, also 47,41, eine viel, viel noch mal schönere, bessere Uhr, die mehr Flexibilität bietet, die mehr Möglichkeiten macht, die einfach ein Stück weit mehr Spaß liefert, wo ich eben keine Grenzen habe und wunderbar alles perfekt benutzen kann. Ja, also tolles Design, tolle Kamera. Das stimmt. Und ich kann eben einfach eine SIM-Karte reintun, das Produkt weiter benutzen. Ja, und zu guter Letzt unser Design-Highlight fürs Handgelenk. Ich habe sie ausgezogen, leider. Also, ja, leider. Ne? Wir müssen die Produkte danach immer wieder abgeben. Ja. Aber schauen Sie sich das mal an. Unsere Smartwatch, diesmal rund anstatt eckig und hat natürlich auch hier ein paar schöne Funktionen. Hier sieht man es nochmal direkt im Vergleich. Uhr
und dann die ganzen Applikationen. Was hast du hier noch dazu zu sagen? Ach, ich finde die einfach wirklich sensationell, weil die nochmal schicker aussieht. Die sieht eben wirklich aus wie eine tolle Smart, also wie eine normale Armbanduhr. Da sieht auch keiner, dass das eine Smartwatch ist. Das finde ich das Highlight daran. Wir haben eben hier auch das schnelle Bluetooth, wir haben das Metallgehäuse, wir haben ein Glas obendrauf. Die tolle Funktion, wie ich finde, diese Herzfrequenzmessung. Also das ist für mich eben das besondere Highlight, dass sie mich in meinem Alltag wie mein persönlicher Fitnesscoach unterstützt beim Laufen, beim Sport machen. Mhm. Die kann mich sogar daran erinnern, dass ich was trinken soll am Tag regelmäßig. Ja. Also nicht nur 10.000 Schritte, sondern 2 bis 3 Liter Wasser trinken am Tag. Wie gesagt, Herzfrequenzmessung ist mit drin. Eine gute Laufzeit, 50 Stunden Laufzeit ist bei der Uhr mit drin. Schickes Design und eben Kamerasteuerung, all das, was ich brauche, das ist so mein Liebling hier. Ja, und das für kleines Geld. Mit der PX 3966 und der 569 erhalten Sie diese schicke Smartwatch und damit kann es jetzt eigentlich losgehen. Telefonieren vom Handgelenk aus wie James Bond, wirklich tolle Modelle für jeden was dabei. Auch und Michael Geldbeutel. Knight von und Michael Knight. Beide. Ja, für jeden Geldbeutel auch etwas dabei. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Zuschauer, rufen Sie uns an 0180 51 51 und dreimal die 2 und dann könnten diese schicken Smartwatches bald Ihnen gehören. Viel Spaß!